Herzlich willkommen zu 1000 BSTV. Jetzt geht's um Reiseenduros. Spezial hier auf der Alkmaar im Hintergrund. Dreht sich schon die neue Transalp. Bleibt dran, wird sehr interessant. Das ist wirklich lange erwartet worden. Honda Transalp. Ein echter Dauerbrenner, ein wirklicher Klassiker. Der ist gefahren um die ganze Welt und ja, man hat einfach gewartet, dass da was Neues gibt. Und jetzt gibt es eine wirklich würdige Transalp. Wir haben ja auf der Intermod schon gesehen, die neue Hornet mit dem 750er Motor. Da drinnen steckt dasselbe Triebwerk mit den 92 PS, also ein Parallel-Twin mit 92 PS. Und entscheidend natürlich, und das wird die Freunde der Reiseenduros extrem freuen, 21 Zoll Vorderradl, also wirklich würdig. Hinten sind wir auch auf 18 Zoll und wir haben drinnen natürlich die gesamte Elektronik, die momentan verfügbar ist, also verschiedene Riding Modes, wir haben sogar einen Gravel Mode, wir haben Traktionskontrolle, wir können die Motorbremse einstellen, also im Endeffekt alles, was das Herz begehrt. Und ganz, ganz wichtig, das ist beim Motorradl so, eine wirklich fantastische Optik. Ich steige mal drauf, ich glaube, das ist relativ zugänglich. Ja, seht ihr, mit meinen 1,78 sitze ich da relativ gut oben. Ich komme nicht mit den Fersen runter, aber trotzdem komme ich runter. Und es ist jetzt so, ich habe einen relativ engen Schrägbogen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und ich habe aber vorn doch einen mächtigen Vorbau. Das heißt, ich sitze nicht auf einer, wie soll das jetzt sagen, kleinen, zierlichen Maschine. Nein, ich sitze schon auf was echt Ausgewachsenen und ich glaube, dass das mit den 92 PS für die heutige Zeit einfach wirklich toll motorisiert ist. Ja, und da kann man sich tatsächlich nur aufs Fahren und vor allem auf das weite Fahren freuen. Suzuki hat groß aufgezeigt, was haben sie da hergestellt? Genau, das ist unser neuer V-Strom 800D, also das erste Mal seit, glaube ich, knapp 30 Jahren mit einem komplett neuen Motorkonzept bei Suzuki. Parallel rein Zweizylinder mit 800 Kubik, hat 84 PS, 78 Newtonmeter, relativ starker Motor mit einem langen Hub im Vergleich jetzt zum Mitbewerb und auch einer doppelten Ausgleichswelle jetzt drinnen. Also neue Suzuki Cross-Balancer-Technologie, sicher ganz ein Lauf, ruhiger Motor mit relativ viel Drehmoment, was natürlich auch beim Offroad-Fahren mit dem 21 Zoll Vorderrad zugute kommt, hat 220 mm Federweg, was relativ viel ist. Und vorne 220? Genau, vorne 220 mm und auch 220 mm Bodenfreiheit. Also mit dem kann man richtig Offroad fahren. Was sind Federweg hinten? Ich habe jetzt nicht im Kopf. Ne? Muss ich dann wahrscheinlich wird es 210. So. Genau, müssen wir noch reinschauen. Ja, aber es ist wirklich Offroad-tauglich eben mit 21 Zoll Vorderrad. Und das Schöne ist, Suzuki hat sich wieder darauf konzentriert, das beste Paket zu liefern. Ne? Also für unsere Japaner, konservative Marke, ist es auch so, dass wirklich wichtig ist, dass egal wer sie draus sitzt, sich jeder gleich wohlfühlt und jeder wirklich einen Spaß mit dem Motorrad haben kann. Und ich glaube, das hat man auf alle Fälle mit der V-Strom. Du. Und was die, wir kriegen das immer erst mit, wenn es da steht. Wie lange wisst ihr schon, dass an dem Zweizylindermotor arbeiten? Ja, schon eine Zeit eigentlich in Wirklichkeit. Wenn man sich zurückerinnert an diese Turbo-Motoren, die es gegeben hat als Concept-Bikes, das ist eigentlich so der Ursprung von diesen reinen Zweizylinder. Also das gibt schon ein paar Jahre die Entwicklung von dem Motor. Ja. In der heutigen Zeit hast du immer Elektronik. Was ist da drinnen? Genau, es ist also das Suzuki Intelligent Ride System drinnen, das heißt SDMS, das ist der Mode quasi, die verschiedenen Fahrmodi. Es hat eine Traktionskontrolle mit einem Gravel Mode, was auch sehr gut funktionieren soll, weil er die Leistung nicht so abrupt abdreht wie bei vielen anderen Motorrädern, sondern das wirklich auf Offroad getrimmt worden ist. Das ABS kann man am Hinterrad quasi abdrehen. Es hat Ride-by-Wire, diesen Low RPM Assist und den Easy Start System von Suzuki. Also eigentlich voll ausgestattet, oder? Ja, genau. Was man noch vergessen habe, ist, ein Quickshifter ist serienmäßig mit an Bord. Also ich glaube, das Paket ist sehr gut und da freuen wir uns schon drauf, wenn wir es probieren können. Und wann wird die Maschine kommen und was wird es kosten? Genau, also kommt im April zu den Händlern, ist zum Vorbestellen ab sofort und kostet 12.790 in Österreich. Du, sitzen tue ich fantastisch, sitzt wirklich fantastisch, aber einen extrem angenehmen Kniewinkel. Hab auch wirklich aufgeräumtes Display, Lenker, alles wirklich wunderschön. Also so rein jetzt vom Sitzen her, finde ich es echt großartig.
Möglicherweise Suzuki da ein großer Wurf gelungen. Benelli DRK 702X, das wird es im Frühjahr geben. Das ist der 700er Motor mit 76 PS. Wir haben 68 Newtonmeter und wir haben ein Gewicht von 235 Kilo. Also die Werte sind alle absolut im Rahmen. Wir haben vorn eine 320 mm Doppelscheibe und wir haben, nachdem es eine Reise-Enduro ist, ein 19 Zoll Vorderrad. Also so optisch, wie es da steht, schaut es wahnsinnig gut aus. Und nachdem jetzt schon ein paar Modelle von Benelli gefahren sind, glaube ich, ist das fürs Frühjahr ein wirklich heißer Tipp. Und am Rande erwähnt, Benelli ist ja die derzeit meistverkaufte Marke in Italien. Also die haben, glaube ich, ziemlich alles richtig gemacht. Benelli DRK 800, das haben wir auf der Intermod noch als reinen Prototypen gesehen. Jetzt ist es so, da in Italien sagen sie, das wird im Herbst verfügbar sein, Herbst 2023. Sie haben jetzt auch schon Leistungsdaten eingeschrieben, die ich allerdings jetzt, weiß ich nicht, zumindest merkwürdig finde, weil der Motor hat mehr als dieser 702er Motor, also der 700er Motor, der hat 76 PS und der hat jetzt 745 Kubik, dieser Zweizylinder, hat aber auch 76 PS und der andere, der 702er Motor, hat gehabt 68 Newtonmeter und das hat 67 Newtonmeter, also das kommt mir ein bisschen so vor, also wie wenn es dort bei den Werten sind noch nicht ganz einig geworden, allerdings die Maschine selber steht wahnsinnig schön da, schaut auch schon sehr, sehr fertig aus. Hat auch die 220 mm Doppelscheiben vorn, hat auch ein 19 Zoll Vorderrad und das ist überhaupt ein Wahnsinn. Die andere, die 72er, hat eher einen 20 Liter Tank, was mächtig ist, aber die 800er, hat einen 22 Liter Tank und für Freunde der weiten Fahrt ist es natürlich schon super, dass man nicht permanent auf der Tankstelle sein muss. DRK 800 im Herbst 2023. Ja, an der R1250 GS, denke ich, haben wir schon 20 verschiedene SW-Motiv-Videos gemacht, aber es gibt einen relativ neuen Teil. Zeigen wir es mal her, ist durchaus interessant. Ich glaube, Spiegel sind durchaus was Spannendes. Wir haben jetzt dieses Jahr die Spiegel neu auf den Markt gebracht. Das ist so ein bisschen eine neue Richtung von uns, haben wir vorher noch nie gemacht. Das sind eigentlich die ersten Spiegel, die wir jetzt als Firma SW-Motiv produzieren. Die haben so ein ganz nettes Fräsverfahren und dieses Edge-Design und hat halt mehrere Verstellmöglichkeiten in die Länge und sonst, wie man es natürlich auch kennt, hier die Rotation und ja, ist so eine nette Idee, um auch ein bisschen designtechnisch was an der Reise-Enduro zu verändern. Ja, die Längenverstellung macht man über diese Schrauben hier hinten, dann kann man quasi diesen hinteren Teil nach oben schieben und kriegt so, erspart sich so quasi die Spiegelverbreiterung, die auch manche nehmen. Genau. Ist wahrscheinlich die schickere Lösung als die Spiegelverbreiterung. Ja? Genau. Ja, der Ducati Desert X habe ich auch noch ein nettes kleines Detail entdeckt. Fußbremshebel bietet SW-Motiv auch an. Hat den Vorteil, dass sie hier verschiedene Aufsätze vorne anbieten. Kann man quasi mit Straßenschuhen dann fahren oder mit den schweren Enduro-Stiefeln. Und je nachdem hat man hier vorne einen anderen Aufsatz mit drauf. Gefräst wird das übrigens in Rauschenberg in Deutschland bei der Firma SW-Motiv selber. So, liebe Leute, wir haben uns bei der Firma Ingberger Carbon umgeschaut nach Neuheiten zum Thema Reise-Enduro und sind da gleich auf die Ducati Multistrada V4S gestoßen. Und bei der Gelegenheit möchte ich ganz kurz ausholen und ein kurzes Geschichtel erzählen, was sich viele vielleicht schon gedacht haben, aber was wir niemals, also es war uns nicht erlaubt, es zu erwähnen, ist, dass die Firma Ingberger Carbon die Ducati Performance-Teile auch produziert. Also alle Teile, die ihr im Ducati-Programm beim Ducati-Händler kaufen könnt, Carbon-Teile, wo eben Ducati Performance draufsteht, die kommen seit jeher von der Firma Ingberger Carbon. Und bei manchen Maschinen macht es Ingberger jetzt so, dass nicht alle Teile doppelt und dreifach angeboten werden in Hochglanz und Matt und anderen Carbon-Strukturen, sondern man passt sich quasi, was besonders, also was halt sehr schlau ist, man passt sich dann vom Design her an das Ducati Performance an. Also das heißt, wir haben ein mattes Carbon, dieselbe Struktur. Hier das Original von Ducati Performance, was man vielleicht beim Kauf gleich mitbestellt. Und wenn man sagt, ja, ich hätte gern schöne Handguards, die dazu passen, dann kann man die von Ingberger Carbon nehmen und die schauen eben 1:1 gleich aus wie die Ducati Performance Teile. Ja, das Gleiche gilt dann auch für die Abdeckung vom Auspuff. Ist ebenfalls jetzt im gleichen Style von Ingberger Carbon, ersetzt die Originalteile, passt halt
Ja, vielleicht jetzt zum Agapovic nicht hundertprozentig, aber hat ja nicht jeder den gleichen Auspuff drauf. Und sehr schön auch das kurze Heck. War ein bisschen eine Herausforderung, habe ich gehört, weil ja die Multistrada dieses Radarsystem hat und man kann ja da nicht einfach irgendwas hinbauen, wenn man den Radar ja nicht stören will. Dieses Teil ist freigegeben für den Radar, funktioniert einwandfrei. Ihr könnt den Originalblinker montieren. Es ist ABE dabei, das heißt, es ist zugelassen und es ist ja deutlich kürzer und hübscher als das Originale. Und dann schauen wir vielleicht noch auf die andere Seite. Da gibt es dann auch noch ein kleines Schmankerl und zwar diesen zweiteiligen Kotflügel. Ebenfalls von Imperial Carbon im gleichen Design. Ja, passgenau, sehr stabil. Also, wenn man das Original kennt, da ist schon ein Unterschied. Und es ist vielleicht auch ein bisschen höher gezogen als das Original. Also, nicht nur schön, bietet auch mehr Schutz. Ja, und auch noch interessant zum Thema Reiseenduro, dass sich die Firma Imperger jetzt auch an einen anderen Hersteller herangewagt hat. Und zwar an KTM. Das ist mehr oder weniger jetzt das erste Bike, die KTM 1290 Super Adventure, das erste KTM-Bike, wo man jetzt angefangen hat, Carbon-Teile anzupassen, zu produzieren. Drei Stück an der Zahl, ein neuer Kotflügel, auch wieder, das merkt man, wenn man es angreift, das ist schon sehr stabil. Ein neuer Kotflügel, vorne, Heckflügel hinten und Auspuffschutz. Alle drei Teile jetzt erstmals verfügbar und man will sich jetzt mal anschauen, wie die KTM-Community dazu steht, wie das Feedback ist, wie die Verkäufe vonstatten gehen und ja, und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt und wir gehen davon aus, dass in Kürze auch noch viel mehr KTM-Modelle und Teile für KTM-Modelle folgen werden. By the way, die Teile, die ihr hier seht, die gehen für alle Super Adventures ab Baujahr 2014. Wir haben uns für euch bei der Firma Hepcom Becker umgeschaut und ein paar wirkliche Neuheiten und Highlights zum Thema Reiseenduro entdeckt. Hepcom Becker, deutsches Traditionsunternehmen, machen Gepäcklösungen für Motorräder seit vielen Jahren, haben natürlich viele universelle Teile im Programm, Taschen und Halter und Co. Aber was sie halt auszeichnet, ist, dass sie sich jedes Jahr ein paar Modelle herauspicken und dann speziell für diese Modelle Lösungen, neue Lösungen entwickeln. Hier haben wir jetzt die Ducati Desert X, letztes Jahr vorgestellt von Ducati, hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt, verkauft sich richtig gut. Man sieht auf Instagram immer mehr Leute, die damit wirklich auf Reise gehen und darum hat Hepcom Becker dieses Modell aufgenommen und wirklich einige Teile, viele Teile dafür entwickelt. Hier haben wir mal einen Sturzbügel, den gibt es in Weiß und in Schwarz, wahlweise. Natürlich ist der Diameter so, der Durchmesser so gewählt worden, dass die Hepcom Becker Flutscheinwerfer drauf passen. Auf der rechten Seite wird halt die Seitenverkleidung, der Tank, geschützt. Wenn wir dann zur anderen Seite rübergehen, werden wir sehen, dass der asymmetrisch geformt ist. Auf der anderen Seite gibt es dann auch einen Schutz für die Wasserpumpe und Co. Also der geht dann deutlich weiter runter. Man kann auf diesem Bügel natürlich auch die Hepcom Becker Standardtaschen draufschnallen, in einer Position, wie man es halt gern hätte. Lampenschutzbügel vorne. Ja, Handguards ebenfalls in Weiß und in Schwarz verfügbar. Und ja, wenn wir jetzt nach hinten kommen, da haben wir dann die wichtigsten Sachen, wenn man auf Reise geht. Hier die neuen X-Core-Koffer, das ist so ein Mix aus Kunststoff und aus Aluminium. Schaut sehr gefällig aus mit diesen Paneelen, die da drauf geschraubt sind. Der Griff ist aus TPU oder zu Deutsch aus Plastik, schnalzt wieder zurück. Das Ganze ist sehr leicht gehalten dadurch, kann auf beiden Seiten, also vorne und hinten, geöffnet werden. Entweder dieses Teil fungiert als Schloss, als versperrbares, oder eben, wenn man auf der anderen Seite öffnet, dann als Scharnier. Oder, hat uns gezeigt der Kollege, wenn man beides öffnet, dann kann man es komplett abnehmen, den Deckel. Ja, und entweder ich nehme dann die Tasche mit ins Hotelzimmer oder den Koffer, oder aber ich ziehe mir dann eine Transporttasche heraus, die gibt es ja auch von Hepcom Becker, so Innentaschen. Gut, das ist versperrt. Muss man zur anderen Seite rübergehen, da können wir es besser sehen. Also dieser X-Core-Koffer, Fassungsvermögen 18 Liter, ja 5 Kilogramm, darf er schwer sein, ist er freigegeben bis 130 km/h. Das ist ja das übliche Spielchen. Aus Erfahrung wissen wir, es geht viel mehr Gewicht rein und man kann natürlich viel schneller fahren als 130 km/h. Aber so ist das halt freigegeben. Genau, da ist er versperrt, dreifach, Schloss, Schloss, Schloss. Und ja, dann kann man ganz leicht abnehmen. Und das System, das nennt sich SIBO-System.
Das ist von Hebke & Becker, das gibt es für alle Motorradgattungen. Es ist sehr kompakt, sehr leicht und fällt auch nicht besonders auf. Also man sitzt dann vielleicht bei anderen Modellen, bei Scrambler und Co., da kann man eigentlich den Halter auch drauf lassen. Er springt einen nicht so an wie diverse andere Halter. Ja, und er funktioniert halt recht gut. Reingesteckt, abgesperrt, ab die Post. Ja, ein Teil haben wir noch vergessen, das ist die Trägerplatte, die auch speziell für dieses Modell produziert wurde. Die ersetzt den Rücksitz, wird dann anstelle des Rücksitz angebracht. Da kann man dann beliebige Gepäcklösungen montieren oder Adapter von Hebke & Becker. Man sieht es dann hier, so Magnetadapter passen dann drauf, wenn man andere Koffersysteme verwenden will. Also da ist wirklich dann ja, der Freiheit keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt montieren, was ihr wollt und könnt damit auf Weltreise gehen. Wir sind da bei Senna, Reise Enduros und ich meine, Florian, wenn ich Enduros höre, auch Reise Enduros, denke ich immer gleich an Stürzen. Ja. Ich weiß nicht ganz genau warum. Kann man mit so einem Senna-System auch stürzen? Man kann auch mit einem Senna-System stürzen und das ist beispielsweise bei der diesjährigen Gas Trophy auch ziemlich oft passiert. Das halten die Geräte in aller Regel aus. Die müssen so gebaut sein, dass sie bei einem Sturz auf das Kommunikationsgerät einfach abfallen. Die zerbrechen nicht, sondern die gehen einfach ab und hängen dann an den Kabeln und dann kann man sie in aller Regel entweder wieder auf den Halter draufsetzen oder wenn der abgebrochen ist, sind in jedem Set auch mehrere Halter mit dabei, kann man einfach neu draufkleben, fertig. Florian, ich habe jetzt, glaube ich, mache da einen besonders leibenden Scherz am Anfang, aber habe ich jetzt mitgekriegt, das ist ein echtes Thema. Ja. Okay. Das ist Bedingungen, damit die als Anbauteil am Helm, also ja wirklich am Kopf, an dem Wichtigsten, was der menschliche Körper in der Regel so hat, angebracht werden dürfen. Und das heißt, im Fall eines Sturzes, gerade auf diese Stellen, müssen die sofort nachgeben und weg sein. Okay. Und jetzt, normalerweise habe ich immer gesehen von dir so Helme, wo das System schon integriert ist. Ja. Jetzt haben wir einfach die beiden Geräte, die man an dem Helm anbringt. Und das heißt, die kann ich einfach an jeden Helm anbringen. Ja, im Grunde ja. Man muss sich die richtige Stelle aussuchen. Bei dem 50C, also bei der Kamera, die habe ich jetzt mal mitgebracht, weil Reise-Enduro-Fahrer ja den Blick fürs Schöne haben und das gerne auch festhalten. Kann man sich das im Vorfeld auf der App schon anschauen, wie die Position am Helm ist und klebt es dann an der Stelle fest. Und bei dem 50R, das habe ich jetzt mal mitgebracht, gerade für den Bereich Reise-Enduros, weil es sehr schmal ist. Es ist fest am Helm, man kann das nicht abnehmen. Aber es ist halt einfach, es macht eine schmale Linie und ist gerade, wenn man dann mal stürzen sollte, einfach auch schnell ab. Florian, ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und wie gesagt, ich glaube, ich mache einen lustigen Einstieg dabei. Habe ich da jetzt wirklich viel erfahren. Ist ja alles durchdacht. Ja. Ja, ist alles durchdacht. Manchmal geben wir uns auch Mühe. Wir machen nicht nur Späße. Ciao. Die Tenere, die Tenere. Wenn es am Boden angeschraubt ist, kann ich eh super aufsteigen. Die Tenere ist jetzt technisch, geht es eigentlich unverändert ins neue Modelljahr. Allerdings hat sie jetzt auch ein 4-Farb-DFT-Display und eine bessere Connectivity, so wie es die World Raid letztes Jahr schon gehabt hat. Ansonsten wie gehabt, das sind die würdigen Federwege, 210 mm vorn, 200 mm hinten. Dann haben wir den 700, den 7er Motor, also mit 73 PS, 47 Newtonmeter und wiegen tut's 200 Kilo mit vollem Tank, 204 Kilo mit vollem Tank. Also keine spektakuläre Neuheit, aber trotzdem eine Weiterverbesserung von einem wirklich großartigen Motorradl. Ducati Multistrada V4 Rally. Ein wirklicher Berg. Unfassbar, wie wuchtig dieses Motorrad da steht. Und ich meine, muss man echte Ehrfurcht haben. Was ist jetzt anders? Die Maschine hat 200 mm Federweg vorn und hinten. Also wirklich für das Offroad geeignet. Wir haben 19 Zoll Vorderrad und wir haben natürlich drinnen diesen gigantischen Gran Turismo Motor, den V4 mit 1158 Kubik.
Mit 1158 Kubik, wir haben 170 PS und 121 Newtonmeter, also ganz egal, wohin die Reise geht, wir sind auf alle Fälle ausreichend motorisiert und wir haben auch ein größeres Windschild. Wir haben natürlich die komplette Elektronik drinnen mit der V4 Rallye, was noch ganz wichtig ist, fährt man bis ans Ende der Welt, da ist nämlich drinnen ein 30 Liter Tank. Jetzt ist es natürlich so, dass das Gewicht, na, das ist auch nicht ganz, ganz wenig, weil wir gehen aus von 225 Kilo trocken werden angegeben. Jetzt kann man sich eh vorstellen, wenn der 30 Liter Tank voll ist, was dann letztendlich überbleibt. Aber es ist ein Berg und es ist eine wirklich faszinierende Maschine. Im Sattel von der Pan America muss ich sagen, dass die Harley wirklich in der Welt der Reise-Enduros angekommen ist. Es ist so, dass die Maschine bei den Harley-Fahrern durchaus beliebt ist, hat man ein bisschen unterschätzt. Viele von den Harley-Fahrern nehmen es gerne als Zweitmotorrad dazu für die rauer Enduren. Wunderlich hat es mit einmal allem ausgestattet. Ist natürlich so, dass die wenigsten wahrscheinlich da draußen ihre Harley auch so komplett aufmagazin mit Wunderlich teilen. Aber es soll natürlich das Showcase-Model hier auf der EICMA zeigen, was alles möglich ist. Was ist alles möglich? Sie haben sich ein paar interessante Themen angeschaut, zum Beispiel die Schwachstelle durchaus mit dem wackeligen Windschild, haben sie verbessert, haben es gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits können sie hier noch größere Windschilde montieren, durch diese Halterung oder diese Versteifung, die sie haben, können sie ihre eigenen großen Windschilde dran machen, ist dann stabil genug. Du hast dann hier diese Versteifung, mit der das ganze Ding stabiler wird. Du kannst diese Versteifung auch für das Serienwindschild verwenden, aber eben auch fürs Größere. Und zusätzlich dazu gewinnst du dann eine Querstrebe dazu und die Querstrebe kannst du dann dafür verwenden, um dein Handy zu montieren. Was sich nach zwei harten Messetagen auch gut anfühlt, ist die Sitzbank hier, wobei sie ihre wahre Wirkung angeblich erst nach ca. 1000 Kilometern nonstop im Sattel offenbart. Ist eine Sitzbank von Wunderlich, die gibt es in verschiedenen Farben. Ansonsten schauen wir uns mal durch die Teileliste. Sie haben hier ein Windschild, Sie haben den Handlebar Riser mit drauf, das heißt, dass du den Lenker höher raufkriegst. Ja? Schaut sich das an. Schaut sich das an. Ihres Programm. Und das müsst ihr denken, das machen sie für weiß nicht wie viele Motorräder, aber eben auch für die Pan America. Ihre. Spiegelverbreiterungen sind mit dran, andere Spiegel sind mit dran, Kettenöller ist mit dran, verschiedene Gepäckslösungen oder Inspirationen, was man raufmachen kann, vermutlich. Ja, hoffe ich, konnte euch einen kleinen Überblick geben über die Pan America hier im Design und in der Ausstattung von Wunderlich. Sehr gerne würde ich euch an dieser Stelle die BMW R1300 GS zeigen. Gibt es aber leider noch nicht. Wir wissen noch nicht, ob sie für 2023 kommt. Was kommt? Sie wieder jede Menge Teile für die 1250er GS. Kleinigkeiten. Es ist ja kaum noch was, was noch nicht erfunden worden ist. Zum Beispiel für die aktuelle Trophy. Das Windschild vorne im Trophy-Design. Hier verwunderlich. Oder zum Beispiel auch Kleinigkeit, neue Kleinigkeit, zusätzlich zu den gefühlt 500 Teilen, die Wunderlich schon im Programm hat. Sitzbank von Wunderlich für die 1250 GS im Trophy Design. Also Sie hören nie auf mit der Weiterentwicklung. Wir haben hier zum Beispiel eine Teileliste, was Wunderlich für die 1250 GS hat. Ich glaube, da scrollt man sich die Finger wund. Schaut euch das an, was das für eine Liste ist. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir bei der nächsten Messe die neue 1300er vom BMW zeigen können. Im Moment ist es noch die 1250er GS, die für Verkaufsrekorde sorgen wird. So, wir sind jetzt da bei Cardo. Da bin ich mir ganz sicher, dass da was Leibernes gibt für Reise-Enduros. Moritz. Grüße. Servus. Du, wir haben so ein Spezial über Reise-Enduros und Cardo ist ja relativ groß in Kommunikationssystemen, ein Riese, kann man sagen. Und ihr habt sicher was Spezielles für Reise-Enduros, oder? Ja, genau. Wie du weißt, sind ja unsere Produkte alle komplett wasserdicht, das heißt IP67 zertifiziert wasserdicht. Gerade auf längeren Touren oder auf Reisen kann das natürlich super sein. Da haben wir unser neues Flaggschiff von Cardo, das Pectoc Edge. Ein sehr, sehr leichtes, dünne Bauform. Das erste Mesh-Gerät, also Mesh ist ja der neue Standard in der Kommunikation. Das erste Mesh-Gerät ohne externe Antenne. Heißt, es kann also auf der Reise, selbst wenn ich irgendwo durch den Matsch fahre oder hier mit meinem Handschuh rumfuchtel, es kann die Antenne nicht abbrechen. Ich habe keine Windgeräusche durch die Antenne. Einfach eine ganz, ganz aerodynamische Sache. Ich kann es easy mit Handschuhen bedienen natürlich. Ich habe das Rädchen für die Lautstärke. Und ein absolutes Highlight
beim PackDog Edge ist die einzigartige Air-Mount-Halterung. Das heißt, wenn ich es einmal abnehme und auflade, wir haben auch hier die Schnellladefunktion, 20 Minuten laden, bringen mir 2 Stunden Unterhaltung mit meinen Freunden. Wenn ich es wieder an den Helm setzen will, geht es ganz von alleine. Ich brauche es nicht einklicken. Ich kann es also irgendwo hier in die Nähe halten und durch die magnetische Halterung zieht es sich gleich ran. Für Tourenhelme, für Integralhelme, wir haben verschiedene Mikrofontypen, also für jeden Helm das Passende dabei. Und was muss ich dafür zahlen, Moritz? Das PackDog Edge liegt jetzt in der Preisempfehlung bei 409 Euro für Single Set. Es gibt auch das Dual Set. Wer jetzt nicht ganz so viel ausgeben möchte, für den haben wir den kleinen Bruder vom Edge, ist das PackDog Neo, jetzt ganz neu vorgestellt hier auf der EICMA. Und das wäre bei 369 Euro Preisempfehlung. Moritz, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Ganz großartig. Ciao, Papa. Danke, ja. Danke. Matteo! Matteo, du! EICMA ohne Matteo wäre keine EICMA, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nein, unbedingt. Ja. Du, jetzt sind wir bei Reise-Enduros und Givi hat ja nicht nur die wahnsinnigen Maxia-Koffer, sondern Givi hat auch für echte Reise-Enduros ein bisschen, das ist eine ernste Gerätschaft, oder? Ja, das ist die Outback Evo, eine Evolution von einem von den besser verkauften Alu-Koffer in der ganzen Welt. Das heißt, der Beste von der Beste. Die Outback Evo hat eine neue Forme und diese Formen sind nur nicht optisch, aber auch praktisch. Das heißt, mit dieser Linie der Koffer ist ein bisschen mehr stärker. Haben wir neue Punkte für tragen zusätzlichen Taschen, aber die mehrere interessante technische Eigenschaften, wir werden hier präsentieren auf EICMA dieses Jahr, ist hier. Kommt hier auf der rechten Seite, wo alles die Auspuff von den mehreren verkauften Motorrädern sind. Wir werden machen eine Flagge, die haben wir immer gemacht, aber dieses Jahr wir präsentieren auch eine mit ein bisschen Runde, wo wir lassen der Schwer von der Koffer ein bisschen mehr in der Nähe von Motorrädern. Das heißt, mit einem Motorrad mit 3 Koffer mehr stabil und mehr schnell. Ja. Matteo, das war jetzt das mehr stabil, über das habe ich mich gefreut, aber mehr schnell ist das Wichtigste. Matteo, ich danke dir sehr. Perfekt. Weltklasse. Danke dir. Danke. Ciao. Marie, jetzt sehe ich dich noch einmal. Ich freue mich, ja zum dritten Mal. Es ist das dritte Video. Ich freue mich wirklich, dass wir uns da noch was vorstellen können von Moteca. Ich kenne diesen Anzug, den traut nämlich unser Redaktionsleiter. Und wenn ein Anzug unseren Redaktionsleiter aushält, na, das kann dann einiges. Und ich nehme an, das ist einfach dafür gemacht, dass es ein bisschen was aushaltet und trotzdem bequem ist. Genau, also das ist unser Steckenpferd. Das ist die Panamericana 2, ein Adventure-Anzug. Also für das ganze Jahr gemacht und eben er ist auch sehr komfortabel, weil es aus einem sehr geschmeidigen Material, dem Taktilmaterial besteht. Dadurch hat man einfach einen super Komfort und auch super Flexibilität. Sie ist komplett ausgestattet, also man muss nichts mehr irgendwie nachkaufen oder reintun, weil sie eben ausgestattet kommt mit kompletten Level 2 Protektoren, einem Thermofutter, Damen wie Herren, eine super tolle Belüftung und die haben wir zusammen entwickelt mit einem Paar, das mit dem Vorgänger 15 Monate gereist ist und mit denen haben wir eben auch diese tolle Farbe hier entwickelt, die besonders schmutzbeständig ist und die auch nicht so schnell ausbleicht, wenn man eben wirklich auf ein langes Abenteuer geht. Und dieses Paar 15 Monate Weltreise oder was haben die gemacht? Genau, 57.000 Kilometer durch die Welt. Wahnsinn. Und wie hat es ausgeschaut? Ich meine, das wird dann nicht mehr ganz sauber sein, oder noch? 57.000 Kilometern? Ja, das war der Vorgänger jetzt. Das haben wir dann die Nummer 2 mit ihnen entwickelt. Da vorne sind die auch auf dem Poster, Martha und Lukas von Dreamcatchers und wir haben in der Wüste schon schön mit denen fotografiert und da ist es ein bisschen schmutzig geworden, aber man konnte es kaum sehen. Ja. Marie, ich danke dir sehr. Ja, weiterhin viel Erfolg. Großartig. Ciao. Ciao, Papa. Danke. Brixton Crossfire Store. Das ist ein Wahnsinn, ist allerdings nur ein Prototyp, also ein Prototyp, ist mehr oder weniger fertig entwickelt, wird aber erst kommen 2024.
Der Carlos und ich waren erledigt, wie wir es gesehen haben. Wirklich super. Drinnen ist der 500 Kubik Motor von Brixton, den wir eh kennen. Crossfire Motor, also 486 Kubik, 48 PS. Also für A2-Klasse tauglich. Dann, was ich da sehe, wir haben natürlich ein 19 Zoll Vorderradl, wie sich das gehört für seine Reise in Tour. Wir haben eine unfassbar zugängliche Sitzhöhe. Ich weiß auch nicht genau, wie hoch das ist, aber das sieht man auf den ersten Blick, dass das wirklich leibend zum Sitzen ist. Auch wenn du jetzt nicht die urlangen Beine eines Supermodels hast oder eines Riesen. Da wirst du wahnsinnig gut sitzen. Es ist optisch wirklich super gestaltet. Du hast oben durch dieses rechteckige Display im Hochformat, hast du ein bisschen dieses Dakar-Feeling von diesen echt Orgenreisen. Und ja, wie gesagt, wir müssen warten bis 2024, bis das kommt. Aber das steht mächtig da. Arts Europe, Laura. Immer eine Freude, dich zu sehen, Laura. Echt großartig. Du, aber Laura, ich meine, jetzt, ich habe eigentlich erwartet, dass wir uns so ein Quant anschauen, das Tor, aber wir schauen uns an, Kenai Moose. Moose Kenai Luggage. Okay. Extra für alle möglichen Reise-Enduros kommen immer mehr dazu. Und die haben alle ein spezielles Fitment. Und es gibt natürlich auch noch hier hinten drauf den großen Koffer. Der ist nur jetzt leider gerade nicht montiert. Und obwohl der große Koffer nicht montiert ist, darf ich mich trotzdem nicht draufsetzen. Nee, auf unserem Bike darfst du dich nicht draufsetzen. Aber wenn der Koffer montiert ist, kannst du dich trotzdem super draufsetzen. Und du kannst dich anlehnen. Es gibt alle Koffer in zwei Größen, 37 und 48 Liter. Also für überall, du hast jede Menge dabei. Und innen drin, werde ich dir nachher noch zeigen, gibt es ganz viele Features, damit du dein Zeug alles sortiert hast, damit nichts durch die Gegend fällt und so weiter. Okay. Und was ganz toll ist, du kannst hier auch einfach mit dem Schlüssel, das ist ein Schlüssel für alles, zum Absperren, zum Festmachen und so. Du kannst alle Koffer, wie einen ganz normalen Koffer, auch abnehmen und transportieren. Das heißt, du musst nicht im Regen vorm Hotel dein Zeug raussuchen und dann schnell hier zack ab ins Hotel, sondern du nimmst alles einfach mit und hast alles verstaut. Laura, und ich nehme an, das ist jetzt auf einer Afrika-Twin, aber das gibt es für alle gängigen Modelle. Ja, das gibt es für alle momentan gängigen Modelle, ja. Es kommen immer noch welche dazu. Wir haben gerade angefangen damit, gibt es jetzt seit einem halben Jahr, aber es sind schon fast alle da. Laura, ich danke dir sehr. Großartig. Ciao, Baba, gell? Ciao. Bye. So, Freunde, das war jetzt ein Spezialvideo zum Thema Reise-Enduros. Wir stehen stilecht vor der alten Transalp. Ich bitte euch, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao, Baba, gieß euch, ciao.